Oh. Einen wunderschönen guten Morgen da draußen, allerseits. Wie geht es euch? Manche sehe ich ja jetzt zum zweiten Mal heute schon, aber ja, viele... Ich war schon live, entschuldige, dass ich reingrätsche, aber Mann, Sonntagmorgen. Früher ist man in die Kirche gegangen, heute geht man in die Geheimnisakademie, oder? Ich habe es nicht verstanden, was du meinst. Ihr seid schon so früh am Morgen hier live. Das ist ja früher die Kirchenzeit gewesen. Ich bin um 9 Uhr in die Kirche gegangen am Sonntag. Ihr seht, inzwischen bin ich zum Vampir mutiert und darf da nicht mehr rein. Christopher hat sich fest vorgenommen, mich hier in besonderer zarter Bleiche darzustellen heute und seinen gesunden süddeutschen Teint hervorzuheben. Bei uns scheint immerhin die Sonne. Tatsächlich bin ich ja eine der Überlebenden der Sturmflut und... Kein Wunder, dass ich so ein bisschen weiß-bläulich aussehe. Herzlichen Dank an alle, die mich begrüßen. Und wir haben es hier überlebt in Hamburg. Ne? Und jetzt geht es an ein neues Kapitel im Tarotgarten, oder Christopher? Ja, vielen Dank. Ich denke mal, wir werden heute mit unserer legendären Reihe fortsetzen, die euch sozusagen den Tarot näher bringen, auf der symbolischen Ebene. Wir haben ja die 22 großen Geheimnisse, die Trümpfe bereits vollständig durchgerasselt. Eine sehr, sehr schöne Serie, wie ich finde. Und an diese Tradition anknüpfend haben wir uns lange überlegt, was ist denn jetzt so der nächste Schritt? Man könnte jetzt mit den Hofkarten weitermachen, man könnte die Farben durchgehen. Und irgendwie kamen wir dann auf die Idee zu sagen, wir machen das mit Hilfe der Zahlen. Na, da kann man das auch jetzt nicht in ad infinitum durchführen, wenn es wären ja noch 56 Karten, das wäre also noch mal ein ganzes Jahr, sondern wir gehen einfach mal die Zahlenreihe durch und beginnen mit der 1. Und die 1 im Tarot, das ist natürlich, das sind die Karten, die Asse. Und insofern haben wir heute so ein bisschen was mit Numerologie mit euch vor und gleichzeitig
geht es natürlich um die Tarotkarten, die die Zahl 1 verkörpern, sprich die Asse selbst. Ganz genau. Und ich freue mich total auf diese Serie. Das bedeutet, dass wir auf jeden Fall noch weitere 9 bis 10 Sessions, also auf jeden Fall nochmal zu dieser 9 Sessions miteinander verbringen werden, lieber Christopher. Das gibt mir dann natürlich auch innere Sicherheit, dass das hier nicht aufhört im Tarotgarten. Sehr, sehr schön. Und ja, wie hast du dir das denn vorgestellt, wie wir jetzt hier uns den Tarotkarten anhand der Einsen annähern? Naja, also zunächst einmal ist natürlich wichtig, dass wir uns mit der 1 selbst beschäftigen. Ich habe mir gedacht, dass wir ein bisschen über die 1 philosophieren. Mhm. Ich persönlich finde die 1 ja langweilig, du nicht. Das haben wir gerade vorhin schon festgestellt. Warum? Warum findest du die 1 langweilig? Gib mir ein Argument. Ich gebe das Argument auch nach draußen weiter. Wie findet ihr denn die 1? Also für mich ist die 1... Für mich ist die 1, das ist so, bei der 2 wird es doch spannend. Die 2 ist der Zweifel, die 2 ist die Zwietracht, da entsteht Spannung, Polarität, Dualität. Die 1, da ist alles so schön in Harmonie, alles vereint sich zu einem. Also die 1 verbinde ich mit völliger Gleichförmigkeit, ne? Während die Vielfalt beginnt ja eigentlich erst mit der 2. Der Dualität. Und damit sind wir in der Welt angekommen, so wie sie wirklich ist. Es gibt in der Welt keine Einheit. Ich werde jetzt schon philosophisch. Aber wir haben immer Licht und Schatten, hell und dunkel. Wir haben oben und unten, links und rechts. Die ganze Welt des Menschen ist auf die 2 ausgerichtet. Und die 1, das ist so, ja, und deswegen haben die Mystiker sie ja häufig, und jetzt sind wir schon mittendrin im Thema, dem Göttlichen zugeordnet. Die 1 ist sozusagen abseits des Menschlichen gelegen. Und daher ist sie für mich eher langweilig. Spannungsfrei, könnte man auch sagen. Ja, ich verstehe gerade nicht, warum das Internet hier so rumwabbelt. Also du bist hier ganz klar und deutlich zu sehen. Also ich bin hier gerade extrem instabil. Kann man sehen, wie ich mich bewege? Ja, ganz flüssig und leicht. Okay, sehr komisch. Mal sehen, was da jetzt noch kommt. Ich mache einfach entspannt weiter. Ja, du kannst das natürlich so sehen, wie du das gerade beschrieben hast. Dann verstehe ich deine Perspektive. Aber wenn wir uns die Tarotkarten nehmen, ja, dann wirst du ja wohl nicht behaupten, dass der Magier, der mit der 1 verbunden ist, langweilig ist. Ja, da gebe ich dir natürlich recht. Da gebe ich dir natürlich wiederum recht. Meine etwas provokante, steile These muss ich hier an dieser Stelle etwas zurücknehmen. Ganz genau. Außerdem habe ich hier auch schon gelesen, jemand hat geschrieben, 1 ist ein Führer oder eine Führerin. Ne? Das hat eine Dynamik von los geht's, die 1. Ja? Und auch wenn wir uns nochmal über die Gedanken machen über Gott, ne? Der spannendste Moment in der Bibel ist doch am Anfang, wenn Gott sagt, es werde Licht, ja, ich habe hier gleich wieder Musik in den Ohren und in dem Moment beginnt eigentlich die 1 und es ist sozusagen der Beginn von etwas und das ist doch immer spannend. Ja, das stimmt. Ich habe Christopher sprachlos gemacht, Leute, ich habe es geschafft. Nein, mir fiel schon noch was ein, aber da komme ich vielleicht noch drauf. Ich möchte jetzt erst einmal die Spannung aufrechterhalten. Schau, Kirsten, das ist doch auch der Grund, warum wir immer die Dinge zu zweit machen hier, weil es einfach viel interessanter ist, wenn die Dinge eben nicht so einfach sind. Wenn man alleine ist und vor sich hin philosophiert, das weißt du selbst, hat man immer recht. Wenn man zu zweit ist, dann entsteht schon wieder die Möglichkeit, naja, da könnten die beiden doch auch unterschiedlicher Ansicht sein und wir merken auf einmal, die Wahrheit ist nicht immer so einfach, wie wir uns das denken. Einfach. Also, ich meine, unsere Sprache hat viel Einser. Da hast du vollkommen recht, ja. Und ich kann auch das nachempfinden, was du gerade über die 1 und die 2 gesagt hast. Können wir wieder zur Bibel zurückgehen. Adam alleine hätte sich sehr gelangweilt im Paradies, musste dann aber feststellen, dass es mit der Eva auch nicht so spannend ist, denn sonst hätten sie nichts verändert. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Genau, und da sind wir bei dem Problem vieler Singles, ne? Die 1, die
langweilen sich dann furchtbar und möchten gerne jemanden haben. Aber wenn sie dann jemanden haben, ja, dann ist das unbedingt auch nicht die Lösung. Von daher sind wir da in einem interessanten Spannungsfeld. Und über die 2 reden wir ja beim nächsten Mal. Jetzt aber lass uns über die 1 reden. Vielleicht noch ganz kurz, wo taucht denn die 1 in unserem Sprachgebrauch auf? Allein, einsam, da haben wir sie auch drin. Aber auch die Einheit, Eintracht lese ich gerade von Florian. Und dann haben wir die 1, du bist meine Nummer 1. Ne, da haben wir natürlich auch die Priorisierung. 1 ist immer der Anfang, ist immer der Beginn. Und die Number 1, das ist natürlich das, was für uns die oberste Priorität verkörpert. Ja. In der Geometrie wird die 1 durch den Punkt dargestellt. Ganz genau. Und der Punkt ist natürlich symbolisch gesehen wiederum so etwas, auf das sich alles fokussiert. Also der Punkt ist der Moment der Aufmerksamkeit, die Ausrichtung. Und wenn du die Bibel erwähnst und Gott sozusagen, nachdem erstmal aus dem Urchaos herauskommt, das wäre der Moment, wo ihr nur diesen blauen Hintergrund seht, das wäre sozusagen, am Anfang war die Erde wüst und leer. Und dann kommt eben dieser eine Moment und Gott sprach, es werde Licht. Dann kommt dieser Lichtpunkt aus der Dunkelheit und macht den Unterschied. Man kann sagen, die 1 ist der Unterschied zwischen Chaos und Schöpfung. Und schon haben wir eine 2. Eigentlich schon wieder eine 2. Es lässt sich als Mensch leider nicht denken. Wir können nicht die Einheit denken. Das ist übrigens auch schon den Zahlenmystikern aufgefallen. Sie haben gesagt, die 1 ist eigentlich keine Zahl. Die 1 ist irgendetwas anderes, eine andere Kategorie. Wir würden natürlich sagen, mathematisch macht das jetzt nicht so viel Sinn. Aber für die Mystiker war die 1, der Punkt, im Grunde genommen, ja, auch so wie ich ihn hier darstelle, das ist nicht kein Punkt, das ist ein Kreis, der gelb ausgemalt ist. Der Punkt ist eigentlich etwas, was unendlich klein ist und daher eigentlich für uns gar nicht sichtbar wäre. Also wir können diesen Punkt hier nur sehen, weil er eigentlich eine Zweiheit ist. Heller Punkt auf dunklem Grund. Daher machen wir zum Beispiel, wenn ihr mal schon mal einen Nagel in die Wand schlagen wolltet und die Stelle markiert, dann macht ihr hoffentlich nicht einfach mit einem Bleistift einen Punkt hinein. Kirsten, würdest du das so tun? Ja. Man merkt, du hast den Handwerker im Haus offensichtlich. Aber ich muss immer zugeben, wieder so zum Leidwesen meines Ehegemahls. Aber ich muss zugeben, Kirsten, ich tue jetzt hier sehr schlau. In Wirklichkeit habe ich es früher genauso gemacht, bis mir jemand gesagt habe, so macht man das nicht. Sondern was macht man? Ihr wisst es, man macht ein Kreuz. Denn die Schnittstelle zwischen den beiden Linien, das ist sozusagen der Punkt. Und auch hier wieder, wir können den Punkt nur sichtbar machen, indem wir 2 Linien nehmen, die sich kreuzen. Da ist der Punkt sichtbar. Ihr merkt schon, wir sind heute, ich hoffe, in der Früh nicht so mystisch, symbolisch, intellektuell für euch unterwegs. Wir kommen gleich noch auf Bilder, aber ich glaube, es ist ein spannendes Thema. Die gehen ja da ab im Chat. Ich kann mich gar nicht auf dich konzentrieren. Ja, allein sein ist nicht gleich einsam sein. Ich sehe schon. Ich messe auch nichts ab mit Wasserwaage und so weiter. Naja, man kann natürlich auch einfach einen Nagel so in die Wand schlagen. Ne? Kann man machen. Aber sagen wir mal so, für die unter euch, die das ordentlich machen wollen. Also ich lese schon das Einhorn und so weiter. Ne? Die 10 ist auch eine 1. Da haben wir natürlich jemanden, der Stiersonne, du weißt schon ein bisschen Bescheid offensichtlich, dass natürlich in der die Quersummenbildung, die natürlich unter Tarotisten und Numerologen sehr beliebt ist, dass natürlich die 10 1 plus 0 ist. Übrigens habe ich ihn noch gefunden für die Pythagoreer schon. Die Pythagoreer, die ja nun die Meister der Zahlenmystik sind, wenn man so möchte, die haben zum Beispiel gesagt, dass die Zahl 1 eben keine Zahl ist, so wie der Punkt kein echter geometrischer Körper ist. Und ein Phänomen, und damit höre ich schon auf, zahlenmystisch zu sein, die 1 galt, obwohl man sonst die Zahlen immer als männlich und weiblich eingeteilt hat, gerade Zahlen als weiblich, ungerade Zahlen als männlich, galt die 1 immer als männlich und weiblich. Weil die 1 eine Eigenschaft besitzt. Nämlich, egal wo ich sie hinzuzähle, zu welcher Zahl, sie verwandelt das Männliche in das Weibliche. Also, ihr könnt sagen, die Zahl 2 ist weiblich. Zähle ich eine 1 dazu, wird da die 3 draus. Also, die 1 verwandelt das Männliche in weiblich und das Weibliche in männlich. So hat man sie grundsätzlich als androgyn verstanden.
so wie auch in Gott alles enthalten ist. Man hat natürlich schon gesagt, sie ist schon ein bisschen mehr männlich als weiblich. Ja, aber grundsätzlich, aus der Zahlenmystik heraus, ist sie weder das eine noch das andere oder sowohl als auch. Fand ich spannend. Genau, bei Pythagoras ist es ja die Monade. Und aus der Monade sagt Pythagoras oder seine Schüler, Pythagoras hat ja nie selbst was aufgeschrieben, entfalten sich dann die anderen Zahlen. Und einen ähnlichen Gedanken haben wir auch im kabbalistischen Denken. Es heißt ja das mit dem Licht, ne? Aber tatsächlich geht es ja um Klang bei den Zahlen. Das finde ich auch nochmal so einen spannenden Gedanken. In dem Moment, wo wir etwas aussprechen, beginnt etwas. Wir halten es dann nicht mehr in uns oder an uns, sondern es kommt nach draußen. Und sofort, wenn wir etwas sagen, steht es in der Welt. Wir müssen mal auf Twitter gehen. Und dann wird sich damit auseinandergesetzt. Und deswegen ist jedes Mal, wenn wir etwas beginnen, natürlich sofort eine Resonanz im Außen da. Die 2 ist sofort dabei, kann man sich sehr gut vorstellen. Und dann, ich weiß nicht, wie weit du noch was über die 1 sagen willst, aber wenn wir uns diese Gedanken machen, dann ist es natürlich ganz logisch, dass das der Magier, die Karte Nummer 1, mit Merkur, Hermes in Verbindung gebracht werden muss. Kann ich da schon hingehen oder möchtest du noch was anderes sagen? Du kannst da schon hingehen. Schreite voran. Soll ich irgendwas einblenden? Vielleicht. Nee, ich weiß nicht, was du noch in deiner Präsentation jetzt hast. Die Präsentation kommt jetzt, der Baum des Lebens. Ah ja, gut. Genau, also merkt euch das mit Merkur, Hermes und der 1. Ne? Kommen wir gleich darauf zurück. Christopher hat jetzt ja Pythagoras erwähnt. Es gibt viele Leute, die Zahlen im Tarot mit Pythagoras zusammenbringen. Die meisten machen das aber mit der Kabbalah und dem Lebensbaum der Kabbalah. Und den seht ihr hier abgebildet. Und da wäre die Zahl Nummer 1 ganz oben, die weiße Sephirah Keter. Keter heißt übersetzt Krone und ist quasi auch wieder ein Produkt aus etwas, was davor existiert, nämlich ein Sof und ein Sof Hour, das dreifache Nichts, die Schleier des dreifachen Nichts, aus denen heraus sich Keter als 1 manifestiert, aber vielleicht schon glaubt, dass es Nummer 1 ist. Also man könnte sagen vielleicht, dass die 1, wenn das hier der Baum des Lebens ist, wir natürlich die Krone oben als Bild haben, wir können natürlich auch sagen, die Baumkrone, das ist vielleicht ein bisschen bemüht, aber vielleicht haben das die Kabbalisten nicht so gesehen, aber man kann sagen, dort oben berührt gewissermaßen der Baum des Lebens die himmlischen Sphären, die göttlichen Sphären und ist so etwas wie die göttlichste aller Sephira. Kann man das so sagen, Kirsten? Ist es die, die Gott am nächsten steht? Naja, eigentlich ist sie noch, sind wir sowieso alle, alles da drin ist göttlich, ja, eingeschlossen uns ganz unten. Mhm. Aber 1, 2 und 3 sind die Sephirot, die über dem Abyssos, dem Abgrund stehen, der das Göttliche von dem materiell-irdischen trennt. Also sind sie noch göttlich. Und daher sehen wir auch hier angelegt die Dreifaltigkeit, die es ja in unterschiedlichsten Ausprägungen in den Pantheons gibt. Man könnte also sagen, wenn die 1, über die wir nachher sprechen, im Tarot mit Keter in Verbindung gebracht wird, dann haben wir dort so etwas wie die allererste Manifestation des Göttlichen aus dem Ein oder Ein Sof Au, also aus dem Nichts. Das wäre ungefähr das, was wir vorhin angesprochen haben. Die Erde war Wüste und leer, das Tohu war Bohu und dann kommt, es werde Licht. Das ist ungefähr dieser Moment, wenn wir ganz oben im Baum des Lebens ankommen. Übrigens, wir wollen den Baum des Lebens jetzt gar nicht zu sehr vertiefen. Dazu gibt es andere Möglichkeiten. Kirsten wird einen oder bietet einen Kabbalah-Kurs an. Vielleicht schaut ihr euch da mal vorbei. Da könnt ihr diesen Baum des Lebens als Glyphe, als Symbol euch völlig komplett zu Gemüte führen. Und ich denke, ich werde irgendwann mal auch noch mal eine einzelne Folge über den Baum des Lebens machen, vielleicht eher aus kulturhistorischer Perspektive. Aber es ist eine wichtige Symbolik. Da möchte ich sehr gern dabei sein. Und Claudia, ich
also für alle, die jetzt gar nichts mit dem Wort anzufangen zu wissen, ne, Kabbalah ist die, sagen wir es mal, jüdische Geheimlehre, ne, die sich auf die ersten 5 Bücher der Bibel beruft, die Bücher Moses, auch Pentateuch genannt. Diese 5 Bücher werden dann auch Torah genannt. Wer sich mit Tarot ein bisschen tiefer beschäftigt, weiß, dass Torah wichtig ist. Und ja, gibt es dafür Stoff zu lesen? Es gibt tausende Dinge zu lesen. Es ist aber wahnsinnig kompliziert. Die Urbücher empfehle ich die Bibel. Ich empfehle den Zohar und den das Buch der Schöpfung. Wie heißt es? Ich danke dir. Sefira Yetzira, genau. Diese 3 Bücher sind die Urbücher dafür. Aber ganz ehrlich, ohne Anleitung, damit will ich jetzt nicht für mich Werbung machen, aber ohne Anleitung alleine da durchzurauschen, ist wirklich sehr kompliziert. Also es gibt da unterschiedliche Ansätze. Ich würde mal sagen, nehmt es mal erst einmal als ein Bild hin und vielleicht sprechen wir in den nächsten Folgen immer wieder mal darauf an, weil die Okkultisten des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts den Tarot mit der Kabbalah so verschränkt haben, dass sie gerade in den kleinen Arkana, in den Zahlenkarten, immer wieder Anspielungen auf die Position im Baum des Lebens getroffen haben. Mir persönlich hat das immer geholfen, den Baum des Lebens als Schablone zu besitzen, um die Tarotkarten zu verstehen. Vor allen Dingen bei Crowley spielt das eine ganz, ganz große Rolle. Sicherlich bei Wade Smith auch, aber bei Crowley, der spielt da direkt immer drauf an. Mhm. Ja, aber das soll es auch schon gewesen sein, weil wir wollen natürlich jetzt nur sagen, ganz oben steht die erste Sephira und die erste Sephira, die ist sozusagen die erste Emanation Gottes. Wir sind noch oberhalb des sogenannten Abyssus von der materiellen Welt und das hilft uns vielleicht zu verstehen, wenn wir die Asse verstehen wollen. Das könnte so ein Gedanke sein, der uns hilft. Und für alle, die jetzt mit dem Wort Sephira nichts anfangen können, das ist quasi eine dieser Kugeln, das heißt übersetzt Sphäre, manche sagen auch einfach das Göttliche oder sonst etwas. Da gibt es leider immer sehr unterschiedliche Übersetzungen, weil sich die hebräische Sprache nicht so wirklich 1:1 ins Deutsche übertragen lässt. Genau. Ja, dann würde ich doch mal sagen, wir schreiten mal voran und gehen in die Null erstmal hinein. Das war so ein Gedanke, den ich hatte, als ich heute mir Gedanken gemacht habe, wie stellen wir euch die Magie der Eins vor? Es ist so, der Narr, der hat jetzt hier keine Ziffer. Er wird aber manchmal mit einer Null auch abgebildet. Und damit steht er, wenn man jetzt mit den Kabbalisten denken kann, auch für diesen Vorzustand vor der Schöpfung, bevor die Eins kommt. Das Einsof. Also, so zumindest kenne ich das. Kirsten, du kannst es ja bestätigen oder widerlegen. Oder eine ganz eigene Meinung verkörpern. Es gibt ja nicht nur Ja und Nein, es gibt auch vielleicht. Ja. Christopher, ich stimme dir ausnahmsweise mal zu, nachdem du deine Adepten da draußen vollends verwirrt hast, indem du einmal kurz den Lebensbaum anreißt hier, ja. Aber mach ruhig weiter. Ja, du weißt ja, du kennst ja meinen Lieblingsspruch bei Verwirrung. Der muss natürlich jetzt folgen. Tut mir leid, das hast du getriggert. Aus der Knospe der Verwirrung erhebt sich die Blüte der Verwunderung. Und genau darum geht es ja. Und vielleicht machen die Leute deinen Kabbalah-Kurs und damit hat die Verwirrung doch schon ein Sinnvolles gestiftet. Ich präzisiere, es ist ein Kabbalah- und Tarot-Kurs. Naja, umso besser. Ja, umso besser natürlich. Ich habe keine Daten eingetragen, also. Ich bringe dich jetzt in Verlegenheit, Kirsten. Aber wendet euch an Kirsten, die wird euch alles sagen zur Kabbalah. Aber darum sitze ich ja mit dir hier, Kirsten, und mit niemand anderem, weil ich weiß, dass du da einfach eine ausgewiesene Expertin bist. Wir kommen also vom Narren, der Narren, dem alles enthalten ist. Und ich möchte jetzt gerne auf den Beutel des Narren zu sprechen kommen. Das ist sozusagen der Beutel und das heißt ja immer wieder, da ist alles drin, da ist die ganze Welt drin. Also der Narr ist sozusagen der die Vorstufe zu ihm hier. So, und jetzt kommen wir zur Eins. Kirsten, warum ist der Magier die Eins? Das war's, was du über den Narren gesagt hast?
Möchtest du noch was anderes sagen? Eigentlich hätten wir mit der Null anfangen müssen, überlege ich gerade, aber egal. Das machen wir dann ein andermal. Ja. Weil wir ja, klar, wir haben über die kleinen Arkana nachgedacht und da gibt es ja keine Null. Die holen wir nach ganz am Ende, die Null, wenn genau. wir über die Zehn reden. Ja, sehr gut. So machen wir das. So machen wir das. Was hast du zum Beutel gesagt? Ich habe gesagt, in dem Beutel ist die ganze Welt drinnen vor der Schöpfung. Ja. Ja, das ist die eine Interpretation, genau. Manche Leute verbinden diesen Beutel auch mit dem aufsteigenden Mondknoten. Ne? Hat das ein bisschen die Form des aufsteigenden Mondknotens, wenn man das möchte. Und auch mit dem absteigenden Mondknoten, weil es zugeschnürt ist. Und da wird davon ausgegangen, dass dieser Narr wieder langsam ins Leben kommt. Er ist noch oberhalb Keters sozusagen. Oder vielleicht ist er auch schon ein bisschen so in Keta drin. Man weiß es nicht genau. Narr und Magier sind eng beieinander. Und nun wird der Beutel ausgeschüttet in der Eins. Jetzt darfst du zur Eins gehen. Während im Narrenstadium dem Narren nicht bewusst ist, was er da alles mit sich herumschleppt, an Karma, ja, hat er es nun als Magier Vorsicht auf dem Tisch. Und hier im Tarot de Marseille ist es ja kein Magier, sondern ein Bateleur, also ein, ich nenne ihn immer gern den Hütchenspieler, der als Marketender sozusagen A, seine Ware anpreist, so können wir die Karte sehen, und auf der anderen Seite aber auch ja, guckt, was habe ich denn alles da an Materialien, zugemachter Beutel, die ich in diesem Leben nutzen kann, wenn wir okkultistisch denken. Oder wenn wir nicht okkultistisch denken, wenn wir die Karte so ziehen in einer Situation, dann heißt das, was steht mir denn jetzt gerade zur Verfügung, um in irgendeiner Form ja, jetzt mein Schicksal zu meistern. Da könnte ich jetzt noch mal kurz auf die Verbindung zu Hermes und Merkur zurückkommen. Ne? Soll ich da vielleicht lieber die Will Smith-Variante hervorholen? Können wir gerne machen. Alles möglich. Genau, also ihr seht, wenn ihr jetzt den Narren und den Magier seht, dass das schon sehr kabbalistisch angelegt ist. Warum steht der Narr an einem Abgrund? Ja, weil er ins Leben springen will über den Abyssos. Ne? Wir sehen bei dem Magier auch Anspielungen auf die Kabbala. Wenn wir uns den Tisch genau ansehen, da sind Symbole eingeritzt, die mit den Elementen zu tun haben. Und der Magier selbst, genau, da unten seht ihr die Symbole, der Magier selbst wird dargestellt schon in einer sehr hehren Variante, wenn wir das nochmal mit dem Tarot de Marseille vergleichen. Aus dem Schlapphut des Händlers ist die Lemniskate geworden. Er selbst steht sehr edel da, eher wie so ein Schauspieler, der Shakespeare reklamiert, als wie ein Mensch, der am Straßenrand steht und irgendwas verkauft, ne? Und die beiden haben, ihr verwirrt mich da draußen total, lasst mich doch mal hier bitte kurz, ich sage später am Ende noch was zum Kurs, okay? ich kann nicht multitasken mehr, das war mal. Der wird halt jetzt so dargestellt wie jemand, der das Göttliche mit dem Irdischen verbindet und zwischen den Welten hin und her reisen kann. Und das sind alles Qualitäten, die Merkur Hermes hat. Und er ist auch für die Sprache und das Denken zuständig und somit für das Brainstorming. Was steht mir jetzt zur Verfügung, um etwas zu tun? Genau. Und Kirsten, ich habe immer ein Auge auf das Chat. Und sollte eine interessante Frage sein, dann werde ich sie mir merken. Ich habe hier eine Funktion, dass ich die Fragen, die interessant sind, rausstellen kann. Und ja, es ist das Tarot de Marseille, was wir vorher gezeigt haben auf den Bildern. Und das hier ist das Waitsmith-Tarot, nur damit man das noch klar hat. Ja, der Magier hat hier, das ist das, was der Gedanke, den ich auch kenne und der immer wieder auch rezipiert wird,
was der Narr im Beutel hat, das liegt jetzt hier beim Magier auf dem Tisch. Und das sind eben die vier Farben. Und damit sind wir auch schon in einem Übergang, wie ich finde, zu den Assen. Denn natürlich sind diese vier Gegenstände natürlich dann auch Gegenstände, die auf den vier Assen wieder auftauchen. Die Münzen, die Kelche, die Schwerter und die Stäbe. Also da ist vielleicht der Zusammenhang zwischen Ass und Eins im Sinne des Magiers evident oder sichtbar. Ja, ganz ja. Genau. Und ja, gibt es noch was dazu zu sagen oder wollen wir lieber dann über die ich gehe jetzt mal zu den Assen über. Ja. Ja. Und da muss ich jetzt nochmal hier wieder den Bilderrahmen anschalten. Also um das nochmal klar zu kriegen für euch, wenn ihr euch mit Tarot beschäftigt und dann die kleinen Arkana lernen wollt, ne? Arkana, für alle, die heute so ein bisschen quer einsteigen, ist lateinisch, heißt Geheimnisse. Ne? Arcanum ist die Einzahl und wir haben in dem Tarotgarten schon die großen Geheimnisse besprochen, die ihr alle nachschauen könnt. Das ist für alle gut, die jetzt langsam dazukommen, damit ihr versteht, worüber wir reden. Und jetzt beschäftigen wir uns halt mit den kleinen Geheimnissen ab heute. Und da fangen wir mit den Assen an. So, und du hast jetzt erstmal das Ass der Stäbe rausgeholt. Mhm. Was möchtest du denn dazu sagen? Also zunächst einmal ist vielleicht wichtig zu wissen, grundsätzlich, dass die vier Farben des Tarot auch Elementen zugeordnet werden. Und diese Zuordnung der Elemente erfolgt, die Stäbe, wie wir hier sehen, sind dem Feuerelement zugeordnet. Ich finde, dazu passt auch, dass hier im Tarot de Marseille die so Flammenzungen davon wegstrahlen. Wir werden später sehen, die Kelche sind dem Element Wasser zugeordnet, die Schwerter dem Element Luft und die Scheiben oder Münzen dem Element Erde. Also das nur mal so als Basiswissen. Aber das könnt ihr euch jetzt schon mal merken oder auch nicht. Wir werden es oft genug wiederholen, weil das einem, glaube ich, zum Grundverständnis dazugehört. Ganz genau. Zunächst einmal, finde ich, fällt auf beim Ass. Ich werde nachher noch das Ass auch aus dem Waite-Smith-Tarot zeigen. Aber es fällt hier schon mal auf, dass das Ass hier, obwohl es dem Feuerelement zugeordnet ist als Stab, doch sehr grün ist. Und das erinnert mich natürlich an vielleicht so etwas wie den Frühling, der jetzt gerade auch bei uns beginnt. Der Aufbruch der Natur, der ja teilweise auch was Feuriges hat. Ne? Also die Wärme, die jetzt wieder kommt, das Feuer der Sonne weckt das Leben, das nun sich in Grün ergießt über die Fluren. Das Gras wächst wieder, überall kommen so die kleinen Triebe. Gestern habe ich im Garten gearbeitet und dann sah ich schon unter dem alten Gestrüpp der Kräuter schon überall die kleinen, na, die haben sich schon, die recken schon so, die Keimlinge recken ihre Zweige schon nach oben. Wir hoffen, dass kein Frost nochmal kommt. Aber daran erinnert mich jetzt hier gerade das Ass der Stäbe. Mhm. Ja, prinzipiell gerne nochmal was. Ich habe das eben kurz den Faden verloren gehabt, als ich über kleine und große Geheimnisse redete. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, es ist wichtig, wenn wir uns mit den kleinen Karten beschäftigen, uns auch immer an die große Karte sozusagen zu erinnern. Deswegen haben wir eben überhaupt über den Magier gesprochen. Und wenn du noch einmal zurückgehst, kurz zum Magier, bitte, lieber Christopher, dann, ich hätte lieber gern den anderen, den Waitchen. Den Waitchen? Moment. Ja. Regie, bitte. Genau. Dann seht ihr ja, dass er vor sich diese vier Elemente auf dem Tisch liegen hat. Ne? Und wir sehen aber auch, dass er in seiner rechten Hand einen Stab in der Hand hält. So, und jetzt bitte zu den Assen. Mhm. Und da sehen wir jetzt auch wieder das Thema dieser Hand. Mhm. Und das sehen wir auf allen Assen. Also da haben wir schon mal eine visuelle Verbindung vom Magier zu den Assen. Und außerdem können wir schon mal davon ableiten, dass es bei allen Assen ums Anpacken geht in irgendeiner Form. Mhm. Eben um dieses Beginnen, was ich eingangs, als wir über die Zahl geredet haben, erläutert habe. Und ja,
Die Stäbe sind dem Feuer zugeordnet. Auch dazu muss man sagen, das ist nicht in Stein gemeißelt, diese Zuordnung. Es gibt durchaus Leute, die sagen, die Stäbe haben mit was anderem zu tun. Also die Elemente sind nicht ganz klar auf diese vier Farben verteilt, aber durchgesetzt hat sich das, was wir euch vorstellen, vor allem auch durch das kabbalistische Denken, was eingebracht wurde. Das Feuer ist das, was den obersten Teil dieses Lebensbaumes regiert, über den wir gerade, den wir angerissen haben. Und Feuer steht im Tarot für den Willen, für etwas anstoßen wollen, den Instinkt, den wir haben, etwas zu tun, oder die Inspiration, die wir haben, etwas zu tun, und dann geht's los. Ne? Und das passt sehr schön zu dem, was du über Frühling gesagt hast. Normalerweise auch im Way-Tarot werden diese Stäbe ja auch alle mit Blättern dargestellt, also die treiben alle auf, dass, wenn wir etwas wollen und aktiv angehen, dann wird halt etwas daraus. Das könnte man vielleicht sagen, sagt diese Karte dadurch. Schauen wir uns das gleich mal im Wade-Smith-Tarot an. Da sehen wir tatsächlich hier nochmal diese Hand, die auch im Tarot de Marseille schon auftaucht. Hier aus einer Wolke kommend. Diese Darstellung finden wir, ich habe nachher noch ein Bild, recht häufig, es ist wie die Hand Gottes, so wird es dargestellt. Und wir sehen hier tatsächlich das, was noch im Tarot de Marseille so angedeutet ist, als Flammenzungen vielleicht. Hier sind es kleine Blätter, ne, die um den Stab herum sich. Ja, tatsächlich sollen es sogar Jod sein. Ah ja. Jod, ne, ein hebräischer Buchstabe, den man als Fingerzeig Gottes übersetzen kann. Auch ein wichtiger astrologischer Aspekt, wenn man nicht nach der transpersonellen Astrologie arbeitet. Was ist da? Das ist so ein Spannungsaspekt, ne, der sehr interessant ist, wie ich finde, einer meiner. Ah, du meinst den 150-Grad-Aspekt. Genau. Mhm. Ja. Den gibt es auch in der CPA. Ah, na Gott sei Dank. Also wir sehen hier, dass es wirklich mehr in das Kabbalistische gerückt wird. Aber wenn wir wieder zurückgehen zum Tarot de Marseille, dann sehen wir, dass das natürlich auch schon angelegt ist. Ne? Es wurde also rausgearbeitet. Wir sehen ja im Hintergrund auch diese Entladung von Energie, so sieht das fast aus, die jetzt aus dem Bild heraus sprießt. Und man kann ja ganz schön sehen, an den Schnittstellen, da ist ja von dieser Keule oder was er da in der Hand hält, sind ja schon so Zweige abgeschnitten. An den Schnittstellen wird es rot. Das erinnert mich an das, was wir mit der Barbara zuletzt, da haben wir über die Erle gesprochen. Und die Erle ist so ein Baum, der, wenn man ihn abschneidet, feuerrot wird, oxidiert an den Schnittstellen. Erinnert mich jetzt gerade spontan dran. Vielleicht ist es ja auch eine Erle, die hier dargestellt wird. Und die Erle ist auch der Baum des Frühlings bei den Kelten gewesen. Also es gibt da ganz viele verschiedene Bezüge offensichtlich. Also auf jeden Fall ist es ja auch, die Triebe sind ja abgeschnitten, ne, wie man es auch im Winter macht, um sie dann wieder besser sprießen zu lassen. Und von daher, die Assoziation mit Frühling, mit Widderenergie passt sehr, sehr gut. Das könnt ihr euch merken fürs Ass. A bei Ass, es geht los, könnt ihr euch für alle Asse merken. Und hier in diesem Falle, ich will, ist ein wichtiges Mantra dieser Karte. Also man kann grundsätzlich sagen, Feuer steht für Wille, das Ass steht für den beginnenden Willen. Das ist so wie, wenn Gott sagt, es werde Licht. Und dann kommt erst der zweite Satz und es ward Licht. Also das zweite dann sozusagen schon die Entstehung. Aber dieses Aussprechen, was du vorhin ja auch gesagt hast, du hast ja vorhin gesagt, ich spreche es aus, ich benenne es erstmal und damit geht's los. Und wir können uns, wenn wir jetzt weiter durch die Elemente gehen, eigentlich vorstellen, wie wir an Projekte herangehen, ne? Und an irgendetwas herangehen im Leben. Irgendetwas in mir sagt, ich will. Ich will mehr Spaß, so. Ich will mehr Ordnung. So, das ist der erste Zustand. Statement von, was ich will. Gott sagt, ich habe hier Bock auf eine Erde, auf der ich rumspielen kann. So, dann kommen die Kelche laut
des kabbalistischen Denkens. Und die Kelche sagen, ich fühle. Mhm. Hier im Tarot de Marseille sehe ich übrigens gerade, haben wir keine Hand. Das ist bei anderen Decks anders. Aber wir haben einen wunderschön ausgearbeiteten Kelch, den wir sonst so nicht sehen. Und das soll dann später, in anderen Decks, soll es dann der Heilige Gral sein. Mhm. Ne? Also A, ich will, ist vielleicht so, kann man auch auf dem Ego-Trip sein. Wenn es aber ans Fühlen geht, hat das auch immer was mit höheren Themen, mit Bestimmung zu tun. Das heißt, die Kelche bei Projektarbeit überprüfen, ob das, was ich will, im Einklang mit dem ist, was ich was wahrscheinlich ich tun sollte, was gut für mich ist, was auch stimmig ist, wenn ich es dann tatsächlich umsetze. Ne? Und wir alle kennen das, wo wir sagen, ach, ich hätte jetzt Bock, ein Buch zu schreiben. Ja, dann fühle ich das in mir nach und denke, ja, wäre auch schön, aber tatsächlich aufraffen tue ich mich nicht. Und das, nicht das Feuer hindert mich daran, es zu tun, sondern etwas, vielleicht, das mich noch zurückhält, weil ich mich nicht, viele Leute sagen, dann es fühlt sich nicht stimmig für mich an. Ja? Man könnte auch sagen, die Symbole der Elemente sind ja da entlarvend. Das Feuer ist ein aufrecht stehendes Dreieck. Das heißt, das Feuerelement führt mich nach oben, so wie die Flamme nach oben schießt. Das Wasser ist ein nach unten gerichtetes Dreieck. Das fließt immer nach unten in die Tiefe. Und wenn ich das eine oder das andere will, fehlt mir immer das andere Element. Ne? Auf der einen Seite brauche ich natürlich den Willen, der mich nach oben trägt, der mich sozusagen in die Höhe zieht und damit auch über mein bisheriges Leben hinausführt. Aber ich muss auch eine Verankerung in meiner eigenen Tiefe haben. Es muss sich für mich stimmig anfühlen. Man könnte sagen, das Element Wasser wäre sowas wie in der Astrologie, wäre es verwandt dem Imum-Köli, ganz in der Tiefe sitzen, und das Element Feuer, dem Medium-Köli, das ist sozusagen da, wo ich eine Position in der Gesellschaft einnehmen möchte, ganz grob gesprochen. Es gibt auch andere Verordnungen, aber so könnte man es sehen. Wenn wir jetzt sagen, das Ass der Stäbe hat eine widderische Qualität, dann hat das hier eine krebsige Qualität. Kann man sagen. Also finde ich, passt auf alle Fälle. Ich finde hier bei dieser Darstellung, das ist ja schon ein bisschen, also mich erinnert das so an so Prunkpokale, wie sie im Mittelalter üblich waren, da wo ganze Städte obendrauf abgebildet sind. Natürlich könnte es auch ein Messbecher sein oder der Becher, den man verwendet für das heilige Abendmahl. Heilige Abendmahl, na, das, was Christen gerne machen. Und dann fließt da schon so Wasser raus. Also wir sind, der fließt schon über. Ja, das kann ja mal. In der Wade-Darstellung ist das genau der Fall. Ne? Da siehst du auch sehr schön das, was du gerade gesagt hast. Jetzt geht es nach unten. Von oben kommt die Taube, inspiriert. Inspiration ist ein wichtiges Wort des Asses der Kelche. Es ist also eine befruchtende Energie, während das Ass der Stäbe eine aus mir herausgehende Dynamik ist. Und jetzt fließt das und es kommt zu einer Verinnerlichung dessen, was ich möchte. Oder ich stelle halt fest, nee, ich möchte es doch nicht so sehr. Ja? In der Rückbindung an die Gefühle entsteht ein Gefühl von Stimmigkeit. Ja, aber scheinbar ist es noch nicht genug, denn jetzt geht es erstmal weiter. Ja? Wenn wir nämlich aus diesem Gefühl herauskommend festgestellt haben, dann sind wir auf einmal bei den Schwertern angelangt. Genau. Ja, Marion Caitlin hat das als Tabernakel bezeichnet. Da hast du vollkommen recht. Für alle, die nicht mitlesen können auf Facebook, weil ihr alle auf YouTube euch rumtreibt, Caitlin Matthews ist eine sehr gute englische Tarot-Expertin, mit der ich ein Interview auf dem YouTube-Kanal Tarotverband geführt habe. So, Ass der Schwerter. Da haben wir jetzt wieder die Hand, ne? Und wir haben hier, finde ich, in den Assen die schönste Darstellung dessen, was mit dem Lebensbaum zu tun hat. Wir sehen nämlich ein Schwert, das in eine Krone sticht. Und alle, die ein bisschen mitgekommen sind vorhin, ne? Ich habe euch gesagt, Keter, die oberste Sephira, heißt Krone übersetzt. Bei dem Schwert haben wir hier die ganz klare Vorgabe, ich will erobern, ich will Macht. Und deswegen sind vielleicht die Schwerter
bei den Wade-Smith-Karten auf jeden Fall nicht so die schönsten Abbildungen, weil wir hier auf einmal im mentalen Bereich sind, ständig kontrollieren müssen, wie ist meine Ethik ausgerichtet, also die Schwerter, auch die Stäbe übrigens, aber vor allem die Schwerter haben viel mit Ethik zu tun. Der schwarzmagische Weg, der weißmagische Weg, die haben sich ja alle als Magiere bezeichnet, die diese Karten dann mit okkulten Bedeutungen überlagert haben. Und wenn wir das jetzt ein bisschen runtertunen wieder und einfach nur auf der Ebene eines Projektes bleiben, ja, dann habe ich nach einer Verinnerlichung, wenn ich dann immer noch Ja zu dem sage, was ich am Anfang gewollt habe, habe ich jetzt die Aufgabe, Kraft meines Verstandes zu brainstormen, Konzepte zu entwickeln, wie ich es angehen will, Deadlines aufzustellen und überhaupt eine Struktur in mein Wollen zu bringen. Mhm. Ich lege mal hier auch gleich Wade Smith dazu, das Ace of Swords. Hier haben wir wie bei Marseille auch wieder die Hand Gottes, die da ist. Und eigentlich ist es sehr ähnlich, ne, wie das Tarot de Marseille gestaltet. Auch mit der Krone und den Blättern, die darunter ranken. Kannst du was zu diesen Blättern sagen, die darunter ranken? Gibt es da irgendeinen Hinweis? Ja, also es ist ein Symbol des Sieges natürlich. Mhm. Jetzt gerade letzte Session in dem Gabbala- und Tarot-Kurs hat die Gabriela, auch eine sehr tolle Tarot-Expertin, wie ich finde, darauf hingewiesen, dass alle Asse, was mit Grün zu tun haben, mit Wachstum und Fruchtbarkeit zu tun haben, vielleicht auch in Anspielung auf den Lebensbaum. Mhm. Und hier ist es so ein zweischneidiges Schwert. Ich finde, es ist eine sehr schöne Karte, die über unsere Zivilisation uns Gedanken macht. Das Schwert ist eine elegante Waffe, eine zivilisierte Waffe, während der Stab nur ein Knüppel ist. Mit dem kannst du genauso jemanden töten, kannst auch jemanden mit einem Kelch auf den Kopf hauen. Aber das Schwert ist ja explizit dazu gemacht, zu töten oder zu zerschneiden oder sonst etwas. Und hier haben wir halt ein Bild von der Geist, der menschliche Geist erhebt sich, ne, es schwebt über den Bergen hier auf diesem Bild und ist einerseits siegreich, dadurch, dass wir in der Zivilisation viel erreicht haben, auf der anderen Seite aber auch ein Bild für die Zerstörung der Natur, denn das Gemüse hängt darunter an der Krone. Und Marion erwähnt hier, dass natürlich hier so eine gewisse Maibaum-Symbolik sichtbar wird, das stimmt. Mhm. Maibaum als phallisches Symbol, dann hängt ja oben ganz häufig so ein Kranz um den Maibaum, der vom Maibaum durchstoßen wird. Das ist ja im Grunde genommen, wenn man so möchte, die Penetration und damit auch der Beginn von Leben, aber es ist auch eine Zerstörung. Also das heißt, es ist ein bisschen das Bild auch, wenn ich säen möchte, muss ich verletzen. Also ich muss gewissermaßen, wenn ich ein Bauer bin und ich möchte die Saat ausbringen, muss ich den Erdboden aufreißen. Dann ist der Pflug sowas wie das Schwert. Die Zerstörung ist oft die notwendige Voraussetzung dafür, dass was Neues entstehen kann. Aber, und das ist das Wichtige, es ist nur notwendig für uns Menschen. Denn die Natur selber braucht das nicht. Also wenn die Natur sich selbst überlassen ist, braucht sie keine Ackerfurchen schlagen. Es geht nur darum, und da kommt vielleicht diese Bedeutung des Schwertes als Luftelement, geistiges Element, mentales Element, dem Menschen und seinem Geist sehr verwandten Element deutlich zum Tragen. Wir müssen die Natur unterjochen, wir müssen sie schädigen, damit wir leben können. Das ist der Punkt. Das ist das Zweischneidige dran. Eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Es sei denn, wir leben nur von den Beeren im Walde. Aber wer will das schon? Mhm. Eva, ich möchte dir noch sagen, dass diese Grafik nicht stimmen kann. Die Asse sind nicht den 0 bis 10 Grad eines Zeichens zugeordnet. Das sind andere Karten, über die wir beim nächsten Mal sprechen. Sondern die sind sogenannte Wurzeln des jeweiligen Elements. Die stehen außen vor. Mhm. Nur aber das als kleine Anmerkung. Man kann das vielleicht auch mit dem Begriff die Wurzeln, Asse sind wie Wurzeln, das finde ich einen sehr schönen Begriff. Die Wurzel, aus der erstmal alles entstehen kann. Der Urgrund, das ist sozusagen, ja. Angebote, Chancen, ne, das finden wir immer wieder in den Büchern.
Ja, jedenfalls beim Ast der Schwerter, ne, kommt eine Komponente hinein, die auch wirklich sagt, ich muss mich jetzt auseinandersetzen und die Auseinandersetzung kann natürlich innerlich erfolgen. Wie bringe ich das nach draußen, was in mir arbeitet, was ich gerne ausdrücken möchte? Aber es kann auch eine Auseinandersetzung mit jemand anderem sein oder halt, ja, wie du es sehr schön gesagt hast, mit der Natur. Und das finde ich einen schönen Gedanken. Wir müssen zerstören, um etwas Zu voranzubringen. Das leben, ist ja, das ist ja. so. Und Schwung, Radeli, du bist für die Einführung von Maibäumen. Das war früher schöner. Dann komm doch mal nach Bayern. Dort sind sie auch heute noch da. Ne? Das liegt einfach nur daran, dass du in Berlin lebst. Der solche Traditionen nicht In mehr Berlin noch nie hochhalten einen Maibaum gesehen. will. Was? Du hast noch nie einen Maibaum in Berlin gesehen? Ja, also auch in den 70ern und 80ern habe ich da keinen Maibaum gesehen. Das hat man. Aber Das gibt es nur noch im rückständigen Bayern und Österreich. Es tut mir leid. Also ihr müsst einfach dann in diese Gegenden kommen. Einige sagen rückständig, andere sagen traditionsbewusst. Du kommst doch von höher, Schwung, Radel. Ich glaube, da wird die Maibaumdichte immer geringer, je nördlicher wir Ja, gut. die nächste Karte ist, ja, was bleibt noch übrig? Das Ass der Münzen, manchmal auch Pentakel genannt. Pentakel erst seit Waite beschlossen hat, da Pentagramme hineinzumalen. Vorher wurde es halt Münzen genannt oder auch Scheiben finden wir auch. Und das steht für Materialisierung. Im Tarot ist es ein bisschen anders mit den Elementen, als wir das aus der Astrologie kennen. In der Astrologie sind immer zwei Elemente polar angelegt, Luft gegen Feuer, Wasser gegen Erde oder mit, je nachdem, wie wir das sehen wollen. Im Tarot ist es so, dass wir drei Elemente haben, Feuer, Wasser und Luft, die dem vierten Element der Erde gegenüberstehen. Auch das ist kabbalistisches Denken. Ja? Wenn in uns Wille, Gefühl und Verstand gut miteinander arbeiten, dann kann Erde entstehen, ist der Gedanke dahinter. Also wenn ich mein Konzept habe, nachdem ich hineingefühlt habe, ob das alles stimmt, was ich will, dann nehme ich Geld an die Hand und investiere. Ne, das ist der einfache Grundgedanke dahinter. Immer wenn etwas stimmt für mich, dann kann ich etwas in die Welt setzen. Ja, leider setzen wir auch unfreiwillig Dinge in die Welt, eben vielleicht gerade, weil der Verstand mit Zerstörung und Polarität zu tun hat und wir ihn nicht immer alles bedenken können. Aber letztendlich steht das Ass der Münzen für Materialisierung. Was man hier sehr schön sieht, finde ich, auf dem Tarot de Marseille, dass dort gewissermaßen aus dieser Scheibe, aus dieser Münze sich Ranken herauswinden, die man könnte sich vorstellen, ja, langsam aber sicher den Raum ergreifen werden, zu größeren Pflanzen heranwachsen werden. Wir haben dort die Keimlinge auch. Und damit sind wir eigentlich, so wie du es ja schilderst, schon einen Schritt weiter als die anderen Karten. Als die anderen Asse. Wir sind sozusagen an dem Punkt, wo jetzt es wirklich losgeht und beginnt. Also da, wo Kelche, Schwerter und Stäbe noch auf ihre Art und Weise abstrakt sind, kann die Münze bereits ins Konkrete gehen. Sie wird Natur. Also da an dieser Stelle. Und das ist dann vielleicht auch, so wie du sagst, das finde ich einen spannenden Gedanken, diese drei Elemente sind die Vorbedingungen dafür, dass die Münzen überhaupt zum Einsatz kommen können. Ne? Also wir brauchen die Materie, um unserem Verstand eine Möglichkeit zu geben, sich zu verstofflichen, auch den Gefühlen sich zu verstofflichen in der Kreativität und natürlich auch unseren Willen zu manifestieren. Eigentlich ein sehr schöner Gedanke und ich muss immer sagen, bei dem Tarot de Marseille, wir werden das ja nächstes Mal sehen, wenn wir die Zweier, Dreier haben. Die wirken so abstrakt, aber es ist schon die Grundgedanken, die wir später viel deutlicher ausgearbeitet finden in den anderen Tarot-Decks. Die sind da schon, finde ich, immer sichtbar. Ich weiß es nicht, Kirsten, ob du schon verraten hast, ob diese Zuordnung zu den Elementen, ob die beim Tarot de Marseille schon wirksam sind oder ob man da was dazu, dass es das schon gab oder ist es wirklich eher was 19. Jahrhundert? Wir wissen nicht genau, wie die Bilder entstanden sind. Wir wissen, dass sie aus dem christlichen Raum stammen. Wir wissen, dass die Bilder ungefähr
entstanden sind, Mitte des 15. Jahrhunderts, wahrscheinlich auch schon ein bisschen früher, als auch kabbalistisches Gedankengut sich immer mehr in Europa ausgebreitet hat. Von daher kann das sehr gut sein, dass das mit reingeflossen ist, aber wir haben halt keine Belege dafür. Okay. Wir wissen, dass seit Ende des 18. Jahrhunderts, also kurz vor der Französischen Revolution, ein französischer Okkultist, Cours de Gobelin, erkannt hat, dass in diesen Karten das alte Weisheitswissen enthalten ist. Mhm. Ob das nun stimmt oder nicht, wissen wir nicht. Aber von da ab, es ist so ein bisschen wie bei der Bildhauerei. Ne? Da sagt man ja auch immer, im Stein ist schon die Figur enthalten. Mhm. Oder Michelangelo hat das gesagt, glaube ich. Ne? Mhm. Und als hätte er in einer Nacht, in einer Session, als die Leute da alle wieder gezockt haben mit den Karten, es ist ja eigentlich ein Kartenspiel, wie Poker oder Doppelkopf oder sonst etwas, gesagt, hey, da ist doch noch was anderes drin. Ja, und spannend. Also ich glaube, dass wir da, das passt ja auch, was du jetzt gerade erwähnst, als Bild passt, findest du den Assen wiederum. Na, ja. Die Asse sind wie der Steinblock, in dem schon etwas enthalten ist. Und nun muss man Hand anlegen, damit es herauskommt. Das ist ja das, was die Asse möglicherweise, und jetzt greife ich ein kleines bisschen vor, von der 2 vor allen Dingen unterscheidet. Die 2 ist dann der Schritt in die Materialisierung. Und die Asse sind sozusagen erstmal nur, da ist das Potenzial. Das steckt da drinnen. Ja. Und wir werden ja noch sehen, wenn wir über die 2 reden, wie sich das dann manifestiert. Die 2, die für mich ja der Beginn des spannungsreichen Lebens des Menschen ist, in dem alles in Polarität und Dualität sich aufteilt. Heute Morgen habe ich schon über die Hohepriesterin philosophiert. Und das wird ja schon, wird dann auch mit der 2 zu tun haben. Da werden wir nochmal über die Hohepriesterin, glaube ich, kurz uns Gedanken machen, dann beim nächsten Mal. Oder? Ohne meine Sanktion. Was, wie? Ohne, echt nicht Sanktion, ohne meinen Segen hast du über die Hohepriesterin. Ich habe ohne ja, ich habe nur über die Hohepriesterin als Wise Woman im Forest of Enchantment gesprochen, Kirsten. Ah, I see. Das darf also, natürlich. Ich habe natürlich nur höchstens peripher und habe gesagt, oh, da begebe ich mich auf gefährliches Terrain. Da müssen wir erst Kirsten fragen. Aber du kannst es dir gerne anschauen. In der Sternenlicht-Community ist die Folge zu sehen. Da kannst du dann gucken, ob ich in deinem Sinne sprach. Aber ich glaube, ich habe es ganz gut gelernt. Zeig doch noch mal, einfach um das vollständig zu machen, die Wait-Karte. Genau, und da hat ja Eva schon darauf angesprochen, dass ein Garten zu sehen ist. Ne? Wenn ihr euch die Folgen von den großen Arkana ansieht, werdet ihr sehen, dass dieses Tor im Hintergrund sehr dem Tor der Welt ähnelt, der höchsten Karte im Tarot. Und das hat sowas von, jetzt hast du dein Produkt, geh hinaus in die Welt, im Hintergrund die Berge, die ja immer für Erkenntnisse auch stehen im Tarot, und werde kreativ. Pack's an, auf geht's los. Und da hast du ganz recht, wenn wir dann über die 2 reden, werden wir sehen, was passiert, wenn wir mit unseren Projekten und Produkten nach draußen gehen und uns mit der Außenwelt auseinandersetzen müssen. Da unten sehe ich, das sind so Lilien, ne, die da wachsen. Mhm. Und das sind ja oft. Ist das vielleicht auch der Paradiesgarten auch und es ist der Ausgang zum Paradies? Ja, es ist vor allem auch eine Anspielung auf den Magier, der ja genau dieselben Blumen hat, die roten und die weißen Blumen. Ja, ich denke, das ist das, was wir heute hier mal anreißen. Irgendjemand hatte gefragt, welches Deck gut für Einsteiger ist. Ich habe gesehen, da gab es auch schon ein paar Tipps. Ich persönlich empfehle tatsächlich immer das Wait-Tarot, nicht weil es das netteste und schönste ist, sondern weil es A, am meisten Literatur darüber gibt und B, weil, wenn ihr Wait könnt, ihr die ganzen Klone besser verstehen könnt. Das ist was ich rate, aber das ist jedem selbst überlassen. Ich habe auch nicht mit Wait angefangen und trotzdem mich Tarot annähern können. Ich habe hier nochmal Beispiele zum Abschluss gebracht mit der Hand Gottes. Da haben wir jetzt schon drüber gesprochen, dass es dieser schöpferische Moment ist. In vielen mittelalterlichen Darstellungen finden wir die Hand, die aus dem Himmel reicht, als symbolische Darstellung Gottes, der ja sonst nicht so dargestellt wird. Berühmt ist natürlich auch, und ich finde, das passt auch zu den Assen, das ist dieser Moment, den Michelangelo hier darstellt,
Gott und Adam, dieser Moment der Schöpfung, sie berühren sich noch nicht. Da haben wir dieses Thema der Hand, von der du ja vorhin schon gesagt hast, es geht darum, etwas jetzt zu tun, zu beginnen, aber es ist vielleicht auch eher der Moment, bevor wir in die tatsächliche Manifestation gehen. Deswegen berühren sich die Finger noch nicht. Ja. Und mein Bild, das mir spontan eingefallen ist, was wir vielleicht für die Asse verwenden können, ist tatsächlich die Hand, die ein Samenkorn in die Erde legt. Da haben wir auch nochmal dieses Thema, die Schwerter, die die Erde verletzen. Wir haben vielleicht die Münzen, die sozusagen die Materialisierung haben, der Garten, der da entstehen soll. Und wir haben aber auch den Willen, dass wir etwas umsetzen möchten. Und wir müssen es aber auch mit einem gewissen Gefühl tun. Und wir müssen natürlich unsere Pflanzen auch wässern, damit daraus etwas wird. Also nur den Samen da hineinzulegen, wird nicht viel bringen. Wir müssen die Erde auch wieder drauflegen und wir müssen vor allen Dingen das Ganze gut angießen. Damit haben wir in diesem Moment des Gärtnerns eigentlich alle vier Asse drinnen und deswegen können wir das vielleicht als Symbolbild sehen. Und wir ernten, was wir sehen, liebes Schwungradeli Berlin, so ist es. Und das ist dann das, was uns sozusagen blüht, wenn wir die nächsten Arkana uns anschauen. Dann werden wir nämlich sehen, was daraus wird. Wir legen etwas in die Erde und dann wächst es in 10 Etappen. Könnte man das so sagen, Kirsten? Bis zu 9 auf jeden Fall, ja. Okay, also da ist schon ein kleines Mysterium, das ihr allerdings erst dann lösen könnt, wenn ihr wirklich alle Folgen anschaut. Wir werden es nicht vorher verraten, warum Kirsten jetzt so gezögert hat. Aber wir erinnern uns daran, wenn es soweit ist. Liebe Kirsten, die Tradition gebietet, erstens, dass wir ungefähr jetzt dann bald zu einem Ende kommen, aber bitte nicht jetzt hier verlassen, sondern wir haben natürlich noch etwas. Es ist klar, jeder Tarotgarten endet mit einem Orakel. So ist es. Kirsten, ich kann dich noch nicht entlassen. Na gut. Und ich habe mir gedacht, wir wissen noch nicht so genau. Wir haben ja das letzte Mal gehabt, ihr durftet euch zwischen mir und Kirsten entscheiden. Das wollen wir euch nie wieder antun. Ihr müsst euch jetzt nicht mehr zwischen mir und Kirsten entscheiden. Sondern nein, nie wieder. Nie euch wieder. Nur noch zwischen Kirsten entscheiden. Doch, müsst ihr leider doch noch, aber wir werden immer besser darin, dass ihr das nicht mehr tun müsst. Und zwar dürft ihr euch jetzt eine dieser Asse aussuchen. Was spricht euch an? Der Wille, das Gefühl, der Verstand oder die Manifestation im Realen, im Konkreten? Sucht euch eins aus. Schreibt es bitte in die Kommentare rein. Ihr wisst ja, nur wenn es ausgesprochen wird, kann es überhaupt die Chance haben, Realität zu werden. Und Ihr wählt eins, ne? So meintest du das. Eins wählt ihr aus. Ihr müsst euch entscheiden. Das ist wichtig. Ja. Nehmt das Schwert eures Verstandes oder den Kelch eures Gefühls oder den Stab eures Willens und sucht euch eins aus, was ihr jetzt gerade brauchen könnt. Und die Kirsten wird zu jedem. Ja, mit was ziehst du eigentlich gerade? Das verrätst du. Ich habe gedacht, so aus Jux und Tollerei nehme ich jetzt mal das Tarot Numerologique. Mhm. Wenn wir hier schon mit der Numerologique arbeiten. Oh, es ist ein Marseille-Klon. Du hast gesagt, du hast heute keine Marseiller da, aber dann nimmst du halt die Weichen-Bilder oder was immer du möchtest. Du kannst auch Druidcraft oder sonst was nehmen. Ich hoffe, ihr habt jetzt euch alle gesammelt und ihr kriegt jetzt alle eure elementare Botschaft für die kommende Woche. Mhm. Und als erstes kommen natürlich die Asse dran, weil die Feuerkarten dran, weil die sind immer am ungeduldigsten. Und hurra, ich habe, das sieht man jetzt natürlich nicht, den Wagen gezogen. Mhm. Vielleicht suchst du mal den Wagen raus, lieber Christopher. Der Wagen sagt natürlich genau das, was das Ass der Stäbe auch sagt. Schmiede das Eisen, solange es heiß ist. Es gibt jetzt keinen Grund mehr, mit etwas abzuwarten, was ihr da draußen, die ihr Feuer gewählt habt, unbedingt umsetzen wollt. Gebt Gas. Es ist eine hervorragende Zeit, um dies zu tun. Und bis zum
Frühlingsanfang, denn den Wagen empfinde ich auch als eine frühlingshafte Karte, sollte das dann laufen, was ihr euch vorgenommen habt. Ihr habt genug Vorarbeit geleistet, tut etwas dafür. Gleich kommt der Wagen, damit ihr euch daran erinnert. Ich wähle einfach aus dem Wade-Smith-Tarot den Wagen aus, dann könnt ihr euch das merken und er ist wahrscheinlich wie immer die letzte Karte im Stapel. Na, da ist er schon. Ich war jetzt auch schon fertig mit meinem Orakel, aber egal. Wir können es ja trotzdem nochmal auch hinlegen. Ne? Was ist wichtig beim Wagen noch zu beachten? Fokus, Fokus, Fokus. Nichts anderes tun als das, was man sich vorgenommen hat. Wirklich ganz klar anpeilen. Es geht nicht so sehr darum, irgendwelche Sachen nochmal ins Boot zu holen, nochmal zu überdenken, sondern Kraft der Gedanken, diese Sphinxen, die wir hier auf der Karte sehen, so zusammenzuhalten, dass wir dahin gebracht werden, wo wir hinwollen. Alles auf Sieg. Und dann nehme ich einfach die Kelche dran. Ich glaube, das war eine klare Botschaft für die Feuerleute, alle, die sich für Gefühl entschieden haben. Bekommen in der kommenden Woche das Ass der Stäbe zugekiest. Nix mit Gefühl hier. Es ist keine Zeit für Gefühlsduselei, Leute. Die Fische sind schon genug gefühlsduselig. Jetzt, das ist nochmal ein guter Hinweis, wir sind jetzt ja in der Fischezeit und gerade alle, die mit Gefühlen zu tun haben, werden besonders bedient durch Jupiter und Neptun in den Fischen. Wir laufen ja auch in den Gefühlsthemen auf einen Höhepunkt Anfang Frühling vor, am 12. April. Und anscheinend ist das auch für euch, die ihr gerade sehr stark mit Fühlen beschäftigt seid, wichtig, aus den Pötten zu kommen. Ja, es ist eben keine Zeit, zu Hause zu hängen und Schokolade zu essen, sondern es ist die Zeit, die Dinge anzupacken. Wenn ihr über eure Figur jammert, macht Sport. Ne? Wenn ihr darüber jammert, dass niemand euch lieb hat, dann sorgt dafür, dass ihr nach draußen kommt, jetzt langsam bei den tollen Lockerungen. Geht nach draußen und holt euch jemanden. Es ist Angriff und nicht zu Hause sitzen und vor sich hingrummeln dran. Mhm. Ja. Als nächstes kommen die Schwerter an die Reihe. Die Verstandesebene. Und was haben die? Den Teufel habe ich gezogen. Guck mal, der Teufel ist der Einzige, der sich hier durch die Matrix durchmanifestiert. Sehr lustig. Und ja, was heißt das für euch, liebe Schwerter? Für euch heißt das, dass ihr wirklich aufpassen müsst in der kommenden Woche, wie ihr euren Verstand einsetzt. Ich habe ja gesagt, dass die Schwerter gerade besonders für ethische Themen stehen. Es ist immer leicht zu sagen, andere sind schuld an etwas als wir selbst. Aber tatsächlich geht es beim Teufel ja immer darum zu erkennen, was ich dazu beitrage, dass etwas schiefläuft, dass eine Konversation schiefläuft, dass die Projekte, die ich am Laufen habe, schieflaufen. Es ist immer der Hinweis darauf, in welchen Abhängigkeiten befinde ich mich und wie kann ich mich jetzt daraus befreien. Und da gilt es dann oft wirklich auch Dinge zu tun, die wir nicht gerne tun, nämlich Nein zu jemanden oder zu etwas sagen, um da rauszukommen. Also achtet so ein bisschen in der kommenden Woche darauf, wer euch verführen möchte und warum und ob ihr da mitgehen wollt oder nicht. Susanne D. meint, du bist ein kleines Teufelchen, liebe Kirsten, so oft, wie du das heuer schon hattest. Ich muss sagen, der Teufel kommt erstaunlich häufig, aber ich erkläre mir das aus einem anderen Grund. Der Teufel ist die 15, 1 plus 5 ist die 6 und wir sind im Jahr der Liebenden. Insofern, der Teufel schwingt einfach überall mit. Ganz genau. Und ich bin nun mal ein natürlicher Kanal. Ich kann mich dem einfach nicht entziehen. Finde auch. Und ich finde den Teufel gar nicht so unsympathisch. Er ist immerhin dem Steinbock zugeordnet. Ja, das ist ein netter Mensch. Wesen. Gut, als letztes kommt die Erde dran und das liegt auch daran, dass die Erde geduldiger ist als alle anderen Elemente. Und für die Erde habe ich, weil ihr so schön geduldig wart, eine sehr schöne Nachricht. Ich habe nämlich für euch den Stern gezogen. Ja, und der Stern, der steht dafür,
dass ihr in der kommenden Woche große Träume hegen dürft. Ihr müsst nicht immer nur im Klein-Klein des Alltags euch verfangen, was ja ein Thema der Erde ist, sondern euch dürft euch daran erinnern, was ihr schon schon lange Zeit plant. Dazu fällt mir ein, dass die Mondknoten jetzt durch den Stier laufen und langsam immer aktiver werden. Was sind Langzeitprojekte, die ihr schon lange gehegt habt? Und wenn es nur seit 2 Jahren ist, dieses Langzeitprojekt, das ihr immer noch nicht erfüllen konntet. Jetzt ist es die Zeit, das wieder aus dem Kasten herauszuholen, wo ihr es vergraben habt, und zu nutzen, aufzudecken und dann in die Manifestation zu gehen. Und das ist das, was für euch wichtig ist. Alles 4 sehr schöne, spannende Karten, wie ich finde. Und ich glaube auch, astrologisch gesehen haben wir in der nächsten Woche eine relativ ruhige Zeit, nachdem es ja recht viel geknallt hat in den letzten Wochen und gerade auch jetzt in der, die jetzt zu Ende geht oder für dich jetzt sowieso schon zu Ende ist. Und von daher nutzt die nächste Woche, um die Dinge anzugehen. Ja, wunderbar. Ich glaube, wir können alle zufrieden sein. Vielen, vielen Dank, liebe Kirsten, dass du nochmal für uns orakelt hast zu den 4 Assen. Ich hoffe, euch ist klarer geworden, worum es bei den Assen geht. Ihr habt vielleicht noch das ein oder andere Zusatzwissen mitnehmen können, auch wenn ihr schon längst Tarot-Kennerinnen und Kenner seid. Wenn ihr Anfänger oder Anfängerin seid, dann hoffen wir, dass wir euch Lust gemacht haben auf mehr. Und auch gerade die Geheimnisse der kleinen Arkana, die ja nicht umsonst auch Arkana heißen, zu entdecken. Und das soll auch weitergeführt werden. Also wir werden natürlich im Tarotgarten in der nächsten Folge die Magie der 2 besprechen. Und da werden wir natürlich dem Zweifel ebenso begegnen wie der Polarität, der Dualität. Und all diese Dinge werden dann mit dabei sein. Und natürlich wird auch wieder Kirsten uns ganz charmant durch die kabbalistischen Geheimnisse führen. Mal ebenso en passant, wie du das einfach so hervorragend kannst. Und da möchte ich gerne noch was zu dem Kurs sagen. Einige von euch waren ja zwischenzeitlich schon auf unserer Homepage der Mantika. Ich habe die Daten noch nicht aktualisieren können, einfach weil die letzten Wochen so chaotisch waren, dass ich es nicht geschafft habe. Der nächste Kabbala-Kurs wird erst im Juni oder so anfangen. Da bin ich jetzt gerade dabei, Termine zu machen. Wenn ihr Interesse daran habt, dann schreibt mir doch einfach an kirsten@tarotwissen.de, ist, glaube ich, am leichtesten zu merken. Und ich werde euch dann rechtzeitig anschreiben, sobald die Termine stehen. Gar kein Problem. Tut mir wirklich leid, es war jetzt auch gar nicht geplant, dass ich heute dafür Werbung mache, aber es hat sich so ergeben. Ich finde auch, und es hat sich doch glücklich gefügt, warum auch nicht. Und ich denke mal, liebe Kirsten, vielen herzlichen Dank für dein ganzes Expertenwissen, deine Expertise, die du uns hier zur Verfügung stellst. Ich freue mich auf alle Fälle schon auf das nächste Mal mit dir. Ich denke mal, es wird wieder Tarotgarten sein. Und dann geht's um die Magie der 2. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag. Wie ist denn das Wetter bei euch, Kirsten, gerade in Hamburg? Lädt es ein oder nicht? Am Morgen, so jetzt, ist es ja immer ganz gut. Frühmorgens ist es entsetzlich und dann pendelt es sich so ein und gegen 3 entscheidet sich dann, wie es am Abend wird. Okay. Wieder alle Erwartungen, strahlender Sonnenschein, lacht über Bayern die Sonne, so wie es sich gehört. Und dann hoffe ich mal, dass ihr alle gut durchkommt und wir sehen und wir hören uns ganz bald wieder. Macht es gut. Thank you.